Ach so, genau. Und zwar bin ich am Mittwoch oder so, letzte Woche beim Stöbern auf YouTube auf eine Band gekommen, die mir sehr gefällt. Also ich habe quasi jetzt momentan eine neue Lieblingsband. Und zwar lautet die Coffin Cats. Das ist eine komische Musik. Boah, das war mega creepy. Ich dachte gerade, der Typ, der sich gerade rumgedreht hat, dass der kein Gesicht hat. Hier in der Stadt ist alles möglich. Von daher, es sieht so aus, als ob der kein Gesicht hat, aber es ist einfach nur sein kahlrasierter Nacken oder so. Ja, was wollte ich sagen? Genau, Coffin Cats. Die machen so Psychobilly-Punk-Kram. So. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Verblichen. Haben die zu lange in der Sonne gelegen, oder was? Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich bete für Pipi. Schluchz. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich habe den gerade mit einer Frauenstimme vorgelesen. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Ich mag das hier nicht. Fukano, warum hast du mich verlassen? Weil du eine schlechte Trainerin bist. Gleich kriegt mein Handy wieder. Oder auch nicht. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Ich hätte schon mal die Welt mit mir kämpfen. Ich glaube, ich habe gesagt eine Band. Die andere Band kannte ich schon. Und zwar aus dem Spiel Wet. Und zwar heißen die The Brains. Sind das Grabsteine? Das muss... Haben die einbetoniert? Man kann die aber nicht... In einem Grabstein ist bestimmt irgendwas drin. Kann ich mir vorstellen. Was mit dir? Er sieht aus wie Gary. Soll ich die jetzt hier alle antippen? Man kann die alle antippen. Also bis jetzt mal noch. Ja, jetzt gleich nicht mehr. Ich bin Itemgeil. Tut mir leid. Ja, The Brains, und die machen eigentlich genauso. Gleiche Musikrichtung. ja. Sehr gute. Ach doch, Gary! Hallo Jule, was machst du denn hier? Deine Pokémon scheinen ganz gut in Form zu sein. Naja, nach dem Kampf wird das anders aussehen. Da kann ich sie direkt da begraben. Gott, Gary, du. Oh, hat er 5 Pokémon? Ein Ibitak. Oh, das ist ein Ibitak. Gut, aber ich habe ein... Das müsste doch gut abgehen, oder? Okay, ein bisschen gelernt habe ich. Ah, so, ein Mushas. Ein Wasser-Pokémon. Nein. Mit deiner Zunge. So, Donnerblitz und direkt nächste Pokémon. Leg's am besten alle gleichzeitig dahin. Mache ich einmal. Was ist das hier? Donnerblitz? Donnerschock? Dann sind sie alle tot. Ein Vulpix. Bleibt man noch bei Dennis. Donnerblitz nochmal probieren. Müsste eigentlich nicht so viel abziehen. Ja? Es ist paralysiert. So. Wunderschön.
ein Sandan. Da ist so der Kram gegen hilflos. Hilflos? Sinnlos? Whatever. Wir müssen auf jeden Fall tauschen. Ein Sandan ist ein normales Boden-Pokémon. Also ein normales Pokémon. Und gegen normal hilft Kraft, oder? Weil Boden ist für mich auch Stein. Ah. Ja, die ging daneben. Ah ja, klar. Ah. Oh, Dave. Mann, das kann doch nicht sein, dass wenn ich einmal ein bisschen Sand ins Gesicht kriege, dass dann alles daneben geht. Oh, Dave! Ja. Wie oft willst du denn noch? Alter. Ist jetzt mal gut. Bitte? Ach Gott, ich tausche aus. Ja. Alex, ich bin verwirrt. Bisschen. Oder das ist Boden. Hilft der Flug? Ich versuch mal Flug. Ach man, ich weiß das alles schon gar nicht mehr. Ich wusste es auch vorher nicht, aber... Nun. Oh, das war nicht so gut. Da machen wir mal Windstoß. Na, ja. Oh. Nicht dein fucking Ernst. So, jetzt aber. Jetzt gleich decke ich mich aber wirklich zu. Evoli. Hatten wir das? Nee, das war Vulpix. Ich bleibe mal bei Lars. Obwohl, da wäre, glaube ich, Feuer ganz gut. Ist jetzt aber nur, weil ich das Fell sehe. Fell. Ja, mach du mal deinen Heuler. So. Das müsste ich gewesen sein. Und ich decke mich jetzt zu. Erstmal. Die ganzen Decken liegen ineinander irgendwie. Ich penne momentan mit drei Decken. Jetzt sagt er, ja, ist ja auch klar, wenn du immer das Fenster nachts aufhast. Ja, aber es ist halt schön kuschelig. Im Gesicht ist dann so schön kalt. Und unter der Decke ist es so schön warm. Was? Du bist eine harte Nuss mit SZ. Ich bin das wohl etwas zu locker angegangen. Wie macht sich dein Pokédex, Kumpel? Ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ist das die Weiterentwicklung? Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Bis später. Okay. Ich dachte gerade, wir hätten wieder einen Kampf. Aber hier soll es ja auch diese Geister-Pokémon geben. Worauf ich auch recht geil bin, sie zu fangen. Das ist bestimmt doch eine Exorzistin. Oder eine Olle, die mit uns kämpfen will. Nee? Dann hätte die uns schon angesprochen. Meine Nase juckt etwas.
Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Sylph-Scope, um sie zu erkennen. Okay. Oh! Ein Geist? Wie ein Geist? Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Kann ich das denn fangen? Ah, ich brauche dieses Sylph-Scope. Kann ich das fangen? Das wäre natürlich sehr geil, wenn ich das fangen könnte. Denn es hat sich an... Hau ab, verschwinde. Ja, gut. Ist das wieder ein Geist? Ja. Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Du kannst dich angreifen, ne? Kann ich es nicht bewegen. Ich denke mal, bis ich das Sylph-Scope hab, kann ich die nicht angreifen. Oder ich bin zu doof. Oh, guck mal da oben, da liegt ein Item. Jule findet Flucht. Ne? Was ist denn mit dir los? Buh, huhu, huhu, buh. Ah, wer bist du denn? Exorzistin möchte kämpfen. Was hast du denn? Ein Nebulak. Das ist so ein Geist-Pokémon, auf das ich geil bin. Was ist denn gut gegen... Ich glaube nur... Jetzt ist die Frage... Entweder sind das so normale Attacken, wo also quasi, wo man mit der Faust zuschlägt. Entweder nur die oder nur irgendwas, was mit zum Beispiel Donnerschock oder sowas, wo so eine andere Kraft noch mit reinwirkt. Ich versuche mal rumzukeep. Keine Wirkung. Hier. Donnerschock? Ich hoffe, wir sind für uns. Nicht schon wieder. Denn es ist nicht mehr verwirrt. Okay. Dann sind das nur die, wo andere. Andere Kräfte mit reinwirken irgendwie. Ist eigentlich auch logisch. Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Weil in Geister kann man ja auch nicht mit der Hand reinfassen, irgendwie. So. Denn es erreicht Level 28. Achso, ich wollte mal durchwechseln. ich werde Nee, ich wurde erlöst. Ich bin erlöst. Danke. Genau, durchwechseln wollte ich. So. Christoph? Ja, Christoph? Kommt mal hier nach oben jetzt. Dann kommt der Dave. 25, 26, 28, 26. Und dann machen wir noch Alex mit Dennis. So, jetzt sind wieder alle an den Stellen, wo sie sein sollen. So. Und wir klicken uns hier weiter durch die Reihen. Ein Geist! Dennis kann sich nicht bewegen! Aber wir haben jetzt nicht mehr Dennis vorne. Gucken, ob sich Christoph bewegen kann. Nee, okay. Das Lustige ist, dass der Geist noch nicht mehr Bock hat zu kämpfen. Und dass wir dann so Zufallskämpfe haben. Finde ich lustig. So, was mit dir? Verschwinde, böser Geist! Ich bin kein Geist. Ich bin Ash Ketchum. So, was hast du? Auch ein Nebulak.